willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Und wir legen gleich los hier im Clankrieg, im letzten Clankrieg. Und ich hatte euch so ein bisschen mehr Content, ja, glaube ich, aus den unteren Bereichen, vor allen Dingen gerade aus 9 gezeigt in den letzten Tagen. Deswegen starte ich heute einfach mal gegen ein 11 auf 11. Allerdings der 11 hier hat, er hat doch einen Adler. Okay, also 11 auf 11, aber ihr habt es im Thumbnail gesehen, dass wir etwas Neues haben, beziehungsweise haben wir denn auch alles mitbekommen? Ja, habe ich mich auch gefragt, als ich das gesehen hatte, dann war ich so ein bisschen überrascht. Und um was es da geht, werde ich euch gleich erklären. Also eine kurze, knappe Folge, bevor mir hier diese ganzen Wiederholungen flöten gehen. Denn morgen enden die Clan-Spiele und ich habe da wieder so ein bisschen so die Sorge, dass dann wieder in den Release-Notes steht. Also wenn dann irgendwie so ein Halb-Patch hier kommt von Supercell, dass da wieder drin steht, Wiederholung nicht mehr verfügbar, und dann ist das natürlich alles weg hier, was ich euch ab und an mal zeige. Das, was wir aber heute auch machen, ich werde gleich noch einen Live-Angriff mit euch machen. Kein Thema, allerdings nicht mit dem Rathaus 12er, den zeige ich euch gleich, sondern mit einem 9er aus dem Clan, ja, wo ich mit dem Donnerbengel bin. Ich denke, ihr kennt den. Ist mal wieder an der Zeit, dass ich ein bisschen live was zeige, glaube ich. Also springe ich gleich mal wieder auf das Handy. Ich bin heute mit dem Handy unterwegs, denn Tablet geht nach wie vor nicht. Warte ich noch auf das nächste. Und das macht aber nichts. Ihr wisst, Killerblick, Brille ab, dann klappt das schon. Aber hier schönes Ding, 11 auf 11. Sehen wir ja auch, ich glaube, bei mir relativ selten. Aber schön gemacht hier, heil nochmal in die Mitte. Das ist mir nicht ganz so gut gelungen. War es ein Heil? Na, ich weiß nicht, ob es ein Heil oder ob es die Wutzauber waren, aber schönes Ding hier, den Warden extrem spät gezündet, aber die Base ist auch so ein bisschen bekannt, glaube ich, aus dem RH10, RH11 Bereich und ist jetzt nicht so super stark, was das Design angeht, glaube ich, und von daher denke ich mal, sind das hier ganz nette, ja, das waren schon ganz nette 3 Sterne. Und bevor ich aber dann zu meinem Kampf jetzt komme, den RH12 wenigstens, ich muss ihn auch mal zeigen, denn ich zeige ein bisschen, ja, ich will nicht sagen hier zu wenig von mir, aber ihr seht ja doch schon begrenzte Sachen, was ich eigentlich so treibe und wie ich eigentlich meine CK-Angriffe mache. Also der Witness Eye hilft mir hier sehr, sehr stark, oder hilft hier sehr, sehr vielen, sehr, sehr stark in Taktiken, und die manchmal bringen es die ja auch. Oh, updated Battle Machine auf Level 22, habe ich gerade noch so gesehen. Endlich kann ich wieder ein bisschen was machen hier, denn es ist echt grauenhaft ohne diese Kampfmaschine hier im Nachtdorf. Aber das wollen wir gar nicht sehen. Wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Ihr seht ja eigentlich immer die News bei mir. Einige fragen ja auch mal wieder. Auch letzte Woche gab es mal wieder eine Frage, warum spielst du in Englisch? Ja, weil die News eigentlich anders sind als die im Deutschen. Hier das oberste rechts hier, Wisterian and Sarah, dieser Comic, so ein bisschen Question and Answer ist das allerdings aus den vergangenen Sachen, die wir ja eigentlich schon kennen. Beach Day ist ein Video, und was ist die Supercell-ID, beziehungsweise hier kann man dann so ein bisschen scrollen in den 3 Punkten hier unten. Das ist schon ein bisschen älter, aber wir stellen den Client einmal, immer verkehrt geklickt, wir stellen ihn einfach mal auf Deutsch, denn eins meiner Tablets habe ich immer auf Deutsch. Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, dass ich das habe, denn ich habe heute entdeckt, dass es in den Deutschen, da fehlt immer noch die Registerkarte hier, aber bevorstehende Änderung der Lebensqualität. Das gibt es hier, also nicht geplante Lebensqualitätsveränderung, sondern schon die bevorstehenden. Deswegen habe ich ein bisschen Sorge, dass halt heute, wenn ihr die Folge seht, ein Update kommt und ich die Wiederholung nicht zeigen kann. Also das, was wir schon kennen, das sind die Belagerungsmaschinen. Wenn man sie benutzt, dass die letzte Stellung der Belagerungsmaschine oder der Truppen unten stehen bleibt, während du in der Suche nach Gegnern bist. Finde ich sehr, sehr gut, denn man muss es immer wieder switchen. Irgendwann vergisst es, dann nimmst du plötzlich deine mit, die wolltest du aber nicht nehmen und so weiter. Und endlich das Spenden der Belagerungsmaschine. Bekommt man 30 EP anstatt 1 EP. 1 EP ist auch echt
unter aller Sau, und ich finde, das hat viel zu lange gedauert, den kleinen Punkt hier umzusetzen. Truppenwahl, also es kann jetzt nicht mehr passieren, dass man aus Versehen die erste Truppe sitzt, die immer ganz rechts ist, wenn ihr auf euer Handy oder Tablet schaut, links sitzt, sondern man muss manuell auswählen, welche Truppe man zuerst setzen möchte, finde ich sehr, sehr gut. Halbe Geschwindigkeit, glaube ich, das kommt so ein bisschen von Clash Royale, da kann man das auch so setzen. Ist natürlich auch nicht schlecht für wirklich Slow-Motion-Wiederholung, um nochmal was ganz, ganz Genaues zu sehen. Aber was Neues, Elektrodrache, der Schaden bei Zerstörung endlich auch auf Ressourcengebäude. Oh, das macht sich beim Farmen sicherlich bemerkbar. Der große Wächter kann nun seinen Modus wechseln, wenn er pennt. Bestens, muss man sagen, vor allen Dingen so für mich. Ich wechsle immer gerne zwischen Luft- und Bodenarmee. Da ist natürlich super, wenn der gerade reckt, dass ich es da schon mal umstellen kann, damit ich es nicht vergesse. Neue Herausforderung für die Clanspiele, die will ich jetzt nicht alle anreißen, aber es gibt echt nette neue Clanspiele. Ich freue mich da total drauf. Es gibt immer regulär, intensiv, episch. Ich denke mal, die drei Modis gibt es dann in der Auswahl, die wir dann sehen können. Und da geht es also um Gebäude zerstören, Gebäudeabriss, sowohl im Tag als auch im Nachtdorf. Finde ich auch ganz gut, dass sich das so die Waage hält. Da freue ich mich mal drauf. Da bin ich auch echt mal gespannt auf die nächsten Clanspiele, wie die werden. Anpassung der Juwelenpreise. Das nenne ich mal wieder Geldschneiderei. Ich meine, sie machen es in den einen oder anderen Fällen ein bisschen billiger. Riese wird ausnahmsweise ein teurer. Aber ich glaube, so wie ich es überblickt habe, werden alle Einheiten hier ein paar Juwelen weniger, aber sind wir mal ehrlich, wenn dieses Ein-Gem-Event nicht ist, wer spendet echt mit Juwelen hier Truppen? So eng kann man das bei Clash of Clans nicht haben und so zeiteng kann man es nicht haben, dass man hier einfach zu Juwelen greift, nur weil man ein bisschen spenden will. Ich weiß nicht, was das soll, ihr lasst das doch einfach auf ein Gem und dann ist doch gut, oder von mir aus auch auf zwei. Reduzierte Ausbildungszeiten sind auch sehr, sehr nett. Die Werte können sich nur ändern, also das ist noch nichts Endgültiges hier. Finde ich auch sehr, sehr gut. So ziemlich alle oder sehr, sehr viele Truppen, ich scroll das einfach mal durch, werden einfach mal günstiger. Nicht übel. Das alles, was wir zurzeit mit dir teilen können, aber bleibt dran für weitere Neuigkeiten in den kommenden Wochen. Ich hoffe, das war jetzt, vermutlich war es mal wieder nichts Neues. Ich kann euch ja immer nur alte Sachen vorkauen. Außer ich habe auch mal vielleicht einen Entwicklungsaccount und kann das vielleicht doch dann schon vorab bringen. Aber ich glaube mal, dem wird nicht so sein. Deswegen kann ich es euch einfach nur ein bisschen später nachkauen. Vielleicht bin ich ja jetzt doch mal ein bisschen eher. Egal. Wir hauen mal rein. Ich zeige euch mal meinen 12er Angriff vom letzten CK. Und hier muss ich sagen, hat mir der Witness echt gut geholfen. Und ihr könnt hier unten mal, guckt mal genau auf die Zeit hier. 3 Minuten, 3 Sekunden. Wann mein Clan-Kriegsangriff anfängt und wann er wirklich endet. Es ist der Hammer. Ich habe hier gesessen, mir haben die Hände gezittert, mir hat das Herz gepochert ohne Ende. Und ihr könnt euch angucken, wann der CK jetzt hier beginnt oder der Angriff. Also 3 Minuten. So. King erstmal hier oben gesetzt, bei dieser Base hier. Also ich habe so ein bisschen einen Angriff kopiert von dem Witness Eye. Der hat mir dann gesagt, pass mal auf, Toto, mach das mal anders als ich. Mach mal so. Okay, habe ich gedacht. Versuche ich mal. Kann ich mal machen. Ich kann im Moment ganz schlecht einschätzen, was meine Helden so taugen. Aber hier haben wir schon mal das RH geschafft. Nur mit dem King. Okay. Hier unten reingekommen mit Bolan und jeweils 2 Golems. Allerdings mussten die Außengebäude hier weg, nämlich der Bogenschützenturm und der Bogenschützenturm hier. Die waren äußerst wichtig, dass die weggehen, dass mir nicht vor allen Dingen meine beiden Helden, ich habe ja jetzt nur noch 2 Helden, hier entgleiten. Hier ist mir jetzt ein kleiner Fehler passiert, denn obwohl es dran steht, dass man die Siege Machine hier, also den Mauervernichter nicht in Wut bringen kann, habe ich hier in Wut reingeballert. Ich weiß auch nicht, ich habe gedacht, der geht kaputt. Aber ihr seht das, ich habe jetzt den Mauervernichter hier mit dem Worten geschützt und so sind mir meine Walküren doch in die Mitte gelaufen. Den Wut hätte ich mir echt schenken können. Also die Mitte entkernt hier, Queen ist weg, im Außen rennt so der erste Bowler und danach habe ich gedacht, was heißt ab, habe ich gedacht, hat sich der Witness gedacht, Toto, mach's nicht wie ich, mach's mit Luft. Ja, gucken wir mal. Und dann, ich war so ein bisschen überfordert. Ihr seht das hier unten noch. Ich habe noch einen Heilzauber und jetzt
Eilzauber und ich habe ihm auch, ich hab danach auch getippt. Ich sage, ey, das sind mir echt ein bisschen zu viel Zauber. Das packe ich nicht, die alle so rauszubringen. Aber gucken wir mal, Heil schon mal verdattelt. Ja, vielleicht habe ich ihn nicht verdattelt. Eigentlich wollte ich dir, sollte den Heil hier unten über den Multi-Inferno bringen. Naja, habe ich gedacht, okay, den hast du jetzt schon mal verballert. Jetzt habe ich aber noch zwei Eilzauber, also erstmal den nächsten Eil hier Richtung Multi-Inferno geschickt, dass der mindestens irgendwie weggeht. Gerade so geschafft. Gerade so gepackt hier hinten. Ja, hier sind jetzt noch zwei Luftabwehrengebäude über. Also, hier gehen die jetzt durch den Eil. Und jetzt habe ich noch schnell noch ein Eil hinterher geballert. Okay. Also, Def schon mal geschafft. Jetzt kommt es aufs Cleanup an. Ich gehe mal für euch groß raus. Hier hinten sind so ein paar Lakis im Cleanup. Hier sind ein paar Lakis im Cleanup. Und eieieiei, Leute, das war so eng. Es war der Hammer. Und ich habe eigentlich habe ich gedacht, mal wieder willkommen im Club. Aber es wurden drei Sterne. Es wurden drei Sterne. Und ihr seht das hier unten, die Zeit, wenn ihr den Angriff ganz geguckt habt, er hat echt exakt 3 Minuten gedauert. Auf den Punkt hier, das letzte Lager mit mit 0% geschafft oder mit 100% geschafft. Es war wirklich eine Punktlandung. Und so sind das hier auch mal von mir 3 Sterne geworden. Im Moment kann ich meine Armee echt schlecht einschätzen, wie gut oder wie schlecht auch meine Truppen. Ihr habt es gesehen, ich habe den Golem noch nicht auf Max-Level. Da hätte ich natürlich einen Stärketrank nehmen können, habe ich aber nicht gemacht. Und wir haben auch gegen den Clan, ich denke mal, verdient 58, 55 gewonnen. Wir haben gute Devs gehabt, vor allen Dingen meine Base. Hat mal ganz gut gedefft. Okay. Aber hier auch der Swash und der Ei haben hier nett gedefft. Der Rewe kassiert immer 3, aber hat hier nur 1 Stern kassiert. Also echt krass. Denn am Ende gingen dem Gegner so ein bisschen die Angriffe aus. Uns nicht. Wir haben dann ganz entspannt hier den 58 zu 55 Sieg für uns nach Hause getragen. Und ich springe jetzt mal für euch aufs Tablet. Ja, nicht aufs Tablet, aufs Handy. Und ich denke mal, einen Live-Angriff kann ich heute mit euch noch machen. Okay, ich hoffe, ihr hört mich noch. Killerblick habe ich schon mal aufgesetzt und ihr seht mich jetzt hier auf dem Handy. Da nehme ich auch relativ selten von aus. Ich muss mal eben schauen. Ich ticke gut im Wireless LAN, kein Thema. Und es ist auch wieder, ihr dürft nie auf die Uhrzeiten gucken, wann ich mal aufnehme. Also man hat mir hier die 12 noch übergelassen, beziehungsweise ich habe gesagt, ich mache 13 und 12. Und ihr seht das hier, die 13 hat schon 3 Stück von mir kassiert. Ich mache jetzt die 12er Base, wir gucken mal gerade rein. Die ist exakt so wie die 13er Base, außer dass die beiden X-Bogen hier auf Bodenluft stehen. Bei der anderen Base standen die nur auf Boden. Das war natürlich ein kleiner Vorteil. Allerdings bei der anderen Base hat mir der Feger meine Heiler immer rausgepustet, weil er genau andersrum stand. Das passiert jetzt hoffentlich mal nicht. Ich habe meine Truppen zusammen. Grün, 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 grün. Also gehen wir hier mal rein mit Attack. Also ein bisschen muss ich jetzt nach unten schauen. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich fange genauso an wie bei der anderen Base auch. Denn ich habe hier angefangen zu funneln mit einem Babydrachen. Habe dann die Queen rausgebracht, weil die gegnerische Queen gleich in eine andere Richtung geht. Und muss jetzt meine Queen schon mal so ein bisschen in Wut hier reinbringen. Das ist nicht schlecht. Jetzt mache ich das Lager mal mit einem Magier weg, denn das habe ich eben mit meinem King weggemacht. Das war sicherlich nicht ganz so gut. So, jetzt komme ich hier aber mit 3 Mauerbrechern. Ja, komme ich hier jetzt hoffentlich in die Base rein. Das ist nicht schlecht. Mal sehen, was hier jetzt an Clanburg-Truppen drin ist. Ich hoffe nicht, dass mir die Queen jetzt rausgeht, aber ich denke mal nicht. Die müsste jetzt eigentlich... Nein. Nein, die geht wieder daher. Da muss ich jetzt das Lager wieder wegmachen hier. Das ist natürlich ziemlich dösig. Aber jetzt müsste... Ah doch, sie geht doch wieder rein. Okay. Sie geht doch wieder rein. Dann, ja, ich muss sie noch nicht in Rage bringen. Ich bringe jetzt erstmal den King noch in Rage. Und jetzt die Queen hier. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier die Clanburg-Truppen mit erwische. Das sieht ganz gut aus. Schöner Gift. Ich denke mal, der war jetzt mal in Ordnung, der Gift. Jawohl. Der Drache geht jetzt drauf und auch der Loon. Das ist sehr, sehr schön. Ich lasse mal meine Queen noch ein bisschen laufen. Obwohl ich jetzt eigentlich schon... Oh, ich hab gar nicht alle Mauerbrecher gesetzt, hier sehe ich gerade. Mal sehen, wo die jetzt noch hinrennen. Dann kann ich aber trotzdem schon
gleich mit den Laloon-Part, denke ich mal, anfangen. So, das brauchen die nicht machen. Und dann fangen wir jetzt mal mit den Laloon-Part an hier. Das könnte auch wieder mal eine Zeitgeschichte werden bei mir. Okay, Queen nicht vergessen hier. So, da sind wir jetzt schon hier. Und ich darf auch mein Cleanup nicht vergessen. 1, 2, 3 nochmal von da. Und hier muss das aber mit Eile durchgehen. Komm, 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 komm. Los, 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 los. Eieieiei, das wird eine enge Kiste hier, Leute. Das wird eine enge Kiste. Mal sehen. Es ist noch etwas da offen, da offen, da offen. Da kann ich meine drei Bogenschützen noch gar nicht so setzen. Und mal sehen, ob mir die genauso gelingt, hier diese Base hier. Da aufs Lager. Ich glaube, da aufs Lager. 30 Sekunden. Los! Ach, ich gucke einfach nicht hin. Ich gucke einfach nicht hin. Ich gucke einfach nicht hin. Eieiei, komm, komm, komm. Oh nein, die schaffen diesen scheiß Luftabwehr nicht. Oh, die Queen muss durch diese beschissene Mauer. Ich glaube, das werden nur 2 Sterne, Leute. Weil meine Lufttruppen jetzt alle leider, leider, leider sterben. Das wird ein 2 Sterne. Boah, scheiße. Ah, da hängt der Toto wieder eine Seile. Aber das ist nicht so schlimm hier. Okay, 97%. Ich glaube, wir sind uns einig, das waren 3 Sterne, oder? Scheiße. Ist nicht so tragisch. Wir haben noch reichlich Angriffe hier offen. Und dazu kann ich mal wieder nur sagen, Punkt, 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 Punkt. Ja, Mist. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so tragisch. Wir haben noch etliche RH9-Angriffe offen. Es sieht sehr, sehr gut aus hier, auch im unteren Bereich. Wir sind hier nach der 12 jetzt schon im 10er-Bereich. Mal schauen. Ich hoffe, die kurze, aber knappe Folge hier von dem, hoffentlich habt ihr nichts verpasst oder haben wir alles aufgenommen, hat euch trotzdem ganz gut gefallen, auch mit dem kleinen Fail hier am Ende. Ich denke mal, war nur ein kleiner Time-Fail. Ist nicht so tragisch, beziehungsweise die Luftabwehr war jetzt ein bisschen doof und die Queen mal wieder durch die Mauern durch. Aber so ist es nun mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Für einen netten, was habt ihr heute? Donnerstag. Wir sehen uns und hören uns. Bis dahin, euer Toto. Clashed.